So, ja, der Innenhof ist jetzt endlich mal soweit fertig. Also zufrieden bin ich. Ich denke mal, da fehlen noch ein paar Lichter. Ja, die müssen wir eh gleich alle abbauen. Und heute habe ich gedacht, zeichnen wir die neue Kurve hier an. Und hab ein kleines Gesprächsthema für euch. Aber das Ganze dann halt nach dem Intro. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LWLP. Mit mir, der lieben Melli. Und dem schönen Bau von Hogwarts. Heute wollte ich hier so ein bisschen vorzeichnen, weil ich gemerkt habe, dass ich hier ein bisschen zu breit bin. So, das heißt, wir müssen hier so ein Stück rein. Und dann geht es erst sozusagen ein wenig weg. Ups, da müssen wir hin und ja, das werden wir jetzt heute mal machen und dann schauen wir mal. Jetzt werde ich wieder zum Breit, ne? Oder? Schauen wir mal. Ja, kann ich lassen, ne? Jetzt ist ja Erde, das kann man ja schön immer abbauen. Und daher dann gehen wir jetzt hier so ein bisschen lang. Nein, ich will da. Jetzt noch mal in die Lüfte. Jetzt könnte man eigentlich. Ja, wir gehen jetzt noch einmal so quer. Und dann gehen wir hier von hier ab ein bisschen gerade. Und dann schauen wir mal, wie breit das hier ist. So. Und ja. Und ein Thema habe ich auch für euch. Und zwar hat mich mein Sohnemann mal gefragt, wie viel Fantasy in einem Buch, beziehungsweise Fantasy halt gut ist. Sowohl Buch als auch in der. Also er hat zwar geschrieben, von wegen, wie viel Fantasy in einem Buch gut ist oder ne, so in der Richtung. Ich habe jetzt den Kommentar gerade nicht vor mir. Aber ich meine, jeder Mensch hat ja Fantasie und fand das Thema eigentlich gar nicht mal so schlecht, als er das in meinen Kommentaren mal geschrieben hat. Soll ich ehrlich sein? Das ist eigentlich vollkommen okay. Also hier könnte man eventuell so ein bisschen rausgehen. Und hier sagt man, er ist hier so raus. Ja. Also ich sag mal so, in der Realität Fantasie zu haben, finde ich gar nicht so schlecht. Also die Fantasie belebt das Leben. Wie viel, wo die Grenze ist, sei eigentlich mal dahin, ich sage also jetzt nicht dahin gesagt, aber ich meine, Harry Potter ist ja auch ein reiner Fantasy-Roman. Roman ist ja schon ein Buch. Und ich finde so die Mischung aus Realität und ja doch, das sind ganz, also es macht die Mischung, macht's. Ne? Zu viel ist auch nicht gut, also dann würde ich denjenigen wahrscheinlich in die Klapse einliefern, wenn es zu viel wäre. Aber Fantasie belebt halt das Leben. Fantasie muss man haben. Und wer keine Fantasie hat, weiß ich nicht. Es passt dann irgendwo nicht mehr so ganz, ne? Finde ich. Also man muss schon gucken, dass man genug Fantasie besitzt. So, jetzt gehen wir hier ein bisschen. Obwohl ich da eigentlich auch schon wieder steil bin. Fällt mir jetzt auch nicht, weil das ist. Also der Weg ist ja so ziemlich nah an dem Mauerstück hier dran. Also ich würde da auch so eine 1, 2, 3, 4er Breite. Finde ich. Ah ne, nochmal 5er Breite. So finde ich jetzt schon ziemlich angemessen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. So. Jetzt wird sogar genau hinkommen. Obwohl ich da eigentlich lieber. Ja,
Das ist schwierig, schwierig, schwierig und bringt mich auch ein bisschen vom Thema weg. Also das hier ist von der Breite her, finde ich, auch vollkommen okay. Das hier auch. Nur hier irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich hier so ein bisschen... Nein, es geht auch noch gerade ein bisschen weiter und geht dann erst in die Kurve. Da ist auch kein Bogen drin. So, also gehen wir dann hier noch so ein Stück hin. Was habe ich gesagt? Eine Fünferbreite, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, bis hierhin gehen wir und dann laufen wir hier so lang. Und machen dann sozusagen Kurve, so dass wir dann hier mit im Schritt kommen. So, also so gefällt mir das auf jeden Fall schon noch viel besser. So, ja, das sieht schon direkt ganz anders aus. Aber wir können gerne hier auch eine kleine Kurve machen. So, dann hauen wir das hier so rein. Dann nehmen wir das weg und das weg und das weg. Das sieht dann vom optischen ja schon wieder viel besser aus. So. Dann machen wir das so. Und ja, gut. Da geht aber ein ordentliches Stück weg. Leck no money. Ullala. Aber. Oh. Ich habe den falschen Knopf gedrückt, aber scheint nichts passiert zu sein. Ja, ich würde sagen, mir persönlich gefällt das. Also das sieht gar nicht mehr so übel aus. Und das würde hier unten auch dann schon wieder anders kommen. Ja, wie gesagt, also den Innenturm kann ich jetzt noch nicht weiterbauen, weil da fehlt mir der Marmor. Aber den werde ich mir noch besorgen. Ja, dann würde ich sagen, brauchen wir jetzt erstmal hier ab. Und dann gucken wir mal. Und jetzt bin ich natürlich runtergefallen. Egal. Aber ich glaube, ich hole mir gleich mal meine Chronospitzhacke. Dann geht das alles ein bisschen schneller und ja, und hier bin ich am überlegen, ob ich das nicht doch mit World Edit nach unten baue. Aber das könnt ihr mir gerne in die Kommentare mal schreiben, ob ihr das okay findet, wenn ich sage, ja, die anderen muss ich eh noch abbauen, dass ich das hier mit World Edit nach unten baue, weil das ist schon, ja, ein ganzes Stück, was ich darunter bauen muss. Und es würde mit World Edit, also wie gesagt, also Flächenbegradigung dürfen wir ja in LBSS ja auch machen und ich frage mich gerade, ob ich das hier aufmachen soll oder kann. Ich meine, das, was ich brauche, das baut mir natürlich ab, weil sowas wie Erde oder so brauche ich eigentlich so gut wie gar nicht. Da habe ich jede Menge und genug von. Ja, oder ich mache das eben auf, wenn ich mal Lust und Zeit habe, baue ich das hier komplett runter. So die Frage, ne? Also die überlasse ich jetzt mal euch. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare hauen. Soll ich das mit World Edit nach unten bauen oder sagt ihr, nee, mach es mit Hand. Du hast das eh alles schon im Survival angefangen. Dann mach das auch weiter. Das wird mir halt eine kleine Arbeitserleichterung sein, so wie die Miner. Nur ich kann hier keinen Miner hinstellen, weil die Fläche ist dafür nicht geeignet. Und der braucht, glaube ich, um die 30, 40 Blöcke. Oder so weiter, oder soweit ich weiß. Also das wäre dann halt sehr, sehr blöd. So. Das hätten wir jetzt auch schon. So. Einmal hier lang. Ich hole mir mal eben die andere Spitzhacke. Damit geht es wesentlich schneller. Ja, obwohl mit der könnte ich mit der richtigen Mono-Dings da könnte ich natürlich das in einem rasenden Tempo abbauen. Ne? Das ist natürlich logisch. Das ist jetzt so die Frage. Oder könnt ihr mir hier gerne sagen, wenn ihr sagt, und mach das mit deiner Porno-Spitzhacke, das geht da. Alter, das geht nämlich okay, okay. Alter, einfach zack, 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 zack. Mach das damit, da geht ja eh schnell, da brauchst du nicht der World Edit nutzen. Das wollte ich jetzt nicht. Erde bekommen. Kann ich jetzt hier nicht, das war doch zu viel. Ich habe gedacht, ich müsste mehr stecken. Aber
So viele brauche ich gar nicht. Die brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Deswegen ein bisschen Platz brauchen wir ja. Ja, was ich mit denen da oben mache, weiß ich noch nicht. Die brauche ich auch erstmal nicht. Dich brauche ich auch nicht. Du bist eh jetzt im Moment unwichtig. Und das ist Erde. Ja. Ach so. Stimmt. Ich wollte ja hier was runtersetzen. Zack. Und. Aber ehrlich, die Entscheidung, um damit zu machen, könnte ich mir gefallen lassen, weil es geht wirklich um die Zukunft. Und dafür waren die eigentlich mal erschaffen worden, dass ich solche Dinge machen, also schon diese Kleinarbeiten, wo ich hier wirklich abtragen muss, mit dieser Spitzhacke noch, aber ich gehe gerade oben wieder durch rein. Ja. Aber egal. So, wir waren beim Thema Fantasy. Also ich sage mal, in einem gewissen Maß ist Fantasy gut, auch in Bezug auf Bücher, weil wenn man schreibt, wie wir wissen, bin ich ja auch nebenbei noch Autorin, aber im Moment schreibe ich ja jetzt gar nicht. Finde ich, das war so ein, man muss den Mittelweg finden. Zu viel Fantasy finde ich langweilig, das macht das Buch kaputt. Wenn man so ein bisschen die Mischung rausholt, bin ich vollkommen okay. Na, wenn man so Fantasy-mäßig schreibt, wo mit Drachen und Vampiren zu tun hat und dann so ein paar Elemente reinbaut, die es auch in realen gibt, finde ich das komplett okay und auch angemessen. Es darf halt nur nicht übertrieben sein. Weil ich habe auch schon Bücher gelesen oder beziehungsweise eher Fanfiction, wo es wirklich gestrotzt hat vor Fantasie, wo man den Bezug auf die Realität schon praktisch verloren hat. Ja, das ist dann halt so eine Sache, wo ich dann sage, nee, das muss nicht sein. Da solltest du vielleicht mal überdenken, was du da schreibst. Wie gesagt, also ein gesundes Maß ist alles tutti. Befürworte ich auch. Und so, ja, doch, ich glaube, da brauchen wir kein Word Edit. Das funktioniert hiermit auch. Ich bin nur am Überlegen, was ich hier runter brauche. Weil ich weiß ja zum Beispiel, dass da unten immer so Bäumchen landen. So. Ich will jetzt in die Ecke machen. Ja, das war mir wieder klar. Und wo kommst du jetzt her? Hm, keine Ahnung. Ja, den muss man dann auf der Lust, dann kann ich das besser kontrollieren. Halt. Hier fehlt was. Ich das mit dem Stein, also mit dem Bruchstein hier bis nach unten durchgehe. Oder ob ich da Erde mache, aber ja. Muss ich mal gucken, ne? Ich muss ja eh unten die ganze Luft da nochmal neu ziehen. Das heißt, und eh noch ein bisschen Arbeit auf mich zu. Weil wie ihr seht, ich habe ja da runter und ich denke, da brauche ich ja gar nicht. Da brauche ich einfach nur noch hier weitergehen. Ha! Wie praktisch ist das denn? Ja, das wird auf jeden Fall eine easy Aufgabe. Aber das mache ich im Off, weil das ist. So. Ich sag ja, das Ding ist. Die Schaufeln sind echt. Ja, Burn. Weißt du, was sage ich, ich passe jeder Folge, wenn ich die benutze, ne? Boah, echt, ich kann mich immer noch dafür so begeistern, ne? Da bin ich immer total gehypt, dass ich solche Dinger habe und sie immer noch da sind. Obwohl ich hatte mehrere und die habe ich auch teilweise schon einiges verloren. Aber naja. Das ist ein kleiner World Edit Fehler. Ich habe mal hier mit World Edit Erde gezogen, um halt eine Fläche zu haben, weil ich da irgendwie nichts gebaut habe. Ja, und dadurch sind dann diese
paar Löcher entstanden. Okay. So, zum Füllen ist Erde immer ganz gut. Ja. So. Ja. Ja, das könnt ihr mir ja dann halt gerne mal in die Kommentare schreiben. Wollen wir hier unsere Seiten mit Bruchsteine oder hier dieses normale Clearstone? Da müssen wir mal gucken. Da dürft ihr gerne mal mitentscheiden. So. Jetzt können wir ganz fertig sein. Dann können wir noch weiter über das Thema reden. Wie kann man da eigentlich nicht drüber sagen? Also, wie gesagt, es muss ein gesundes Maß an Fantasy vorhanden sein, dass es nicht zu viel wird. Und halt in Bezug auf die Realität nicht findet. Also, ne, dass man schon Fantasie und also und Realität nicht mehr unterscheiden kann, wenn man in so einer Scheinwelt lebt, in der ich ja, ja, würde ich sagen, auch schon gelebt habe, aber das eigentlich nur, um mich, gut deutsch gesagt, selber zu schützen. Aber im Endeffekt war eigentlich eine hinrissige Idee. Und ja, im Endeffekt hat es mich dann in der Freundschaft, nicht Freundschaft, ich habe ja eh von Freundschaften gehabt, aber ja, wenn die Männer dazu waren wie in meiner Fantasie, dann habe ich schnell das Interesse auch wieder dran verloren. Und ja, mein jetziger Mann, der hat sich dann dem angenommen und hat mich dann sozusagen aus diesem. Oh, ich sollte vielleicht mal was essen. Irgendwie, ja, das ist, wenn ich diese Spitzhacke benutze, dann geht auch das Essen dann schnell runter. Ist zwar nicht gesund, aber egal. Außerdem habe ich ja auf meinem Bildschirm immer noch irgendwie so ein komisches Ding offen. Keine Ahnung, was das ist. Aber egal. So, was wollte ich jetzt? Steak. Oh, ich schreibe sogar riesengroß. Bin ich wohl auf die Tab-Taste gekommen. Obwohl, ich kann ja mal die ganze Erde wieder hier reinschmeißen. Ja. Und die brauchen wir jetzt erstmal gar nicht. Also sonst bin ich gleich vollgeballert damit. Oh. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das. So, das und den Flintstone erst recht. So, das nochmal hier rein, weil hier hatte ich ja noch ein bisschen. Wenn wir schon einmal hier sind, dann nutzen wir das auch mal direkt aus. So. Du kannst auch weg. Meine Mäuerchen brauche ich noch. Einmal das hoch und das hoch. So, die braucht. Wie nutze ich denn nicht meine Shift-Taste? Nein, ihr nicht. Eine Shift-Taste. So. Toller Witz. Shift-Taste wollte ich nutzen. So. Steaks habe ich jetzt. Jetzt erstmal eine Runde futtern. Und dann ist auch unsere Zeit schon fast wieder um. Ja, also. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare hauen würdet, wie viel Fantasie ihr für angemessen haltet. Wie viel Fantasie sollte ein Mensch besitzen? Wo hört bei euch die Grenze auf? Und wo fängt Fantasie an? Ja, und ja, und dann könnt ihr mir auch gerne mal eure Meinung hier sagen, welchen Stein wir denn doch nutzen sollten, um hier die Erde zu ersetzen. Und von daher, das wäre nur auch ganz toll. Dann können wir da. Aber ich sag euch eins, also in der nächsten Folge werde ich hier nicht weitermachen. Ich werde jetzt nur eben ein bisschen hier noch die letzten Minuten da auskosten. So. Damit ihr schon mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie das dann aussieht, wenn ich das nur mit Bruchstein nach unten baue. Ja, eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, ne? Aber das könnt ihr mir ja gerne wissen lassen. Ihr dürft natürlich mitentscheiden. Ihr dürft auch kreativ euch hier ausleben. Wenn ihr sagt, du bau das mal so, ich habe das da mal so gesehen, dann bin ich natürlich sehr dankbar. Ich habe keine Wutsamkeit auf die Lande. Könnt ihr mir das natürlich gerne zukommen lassen. Wenn ihr Twitter habt, dann könnt ihr mir da gerne folgen. Den Link zu meinem Twitter-Account findet ihr in der Infobox. Den habe ich da verlinkt. Genauso wie auch zu meinem Discord-Server. Da könnt ihr euch auch gerne anmelden.
Link alles in der Beschreibung oder halt in meinen Banner. Und ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch meine verlinkten Videos noch weiter schaut, damit ihr noch mehr Input, was ich dann so alles hier mache. Ja, und wenn ihr ganz neu seid, dann könnt ihr natürlich auch direkt ein Abo dalassen. Wenn ihr dann also nichts mehr verpassen wollt, würde ich auch gerne die Glocke aktivieren. Ja, und dann freue ich mich auf eine nette Konversation in Richtung Fantasy. Also, was? Wie viel Fantasy ist euch wichtig? Wie viel Fantasy ist gesund? Würde ich gerne eure Meinung zuhören. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was dabei rumkommt, was ihr da so erzählt. Und, boah, sieht ja irgendwie voll banal aus, aber... Ja, gut. Ich liebe das hier. So, wie viele habe ich ja nicht mehr. Da. Das ME-Gerät, das ME-System ist ja nicht weit von weg, das können wir gleich ganz schnell rüberbringen. Und in der nächsten Folge werde ich mal gucken, dann können wir da hinten einfach an den Ravenclaw-Turm, also ich nenne den jetzt mal so, weil da kommt ja der Ravenclaw-Gemeinschaftsraum rein. Können wir da mal weitermachen, ich hoffe, das wird, ihr wird euch nicht schlecht bei dem Tempo hier banal aus, wenn ich hier so mal gehe. Nächstes Mal, da wird ja ein bisschen schwindelig, aber egal. So. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch und sage dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Vergesst nicht die verlinkten Videos. Ciao. Boah.